Schwer. Ich komme nicht klar. Oh, es ist so schwer. Ich hätte niemals gedacht, dass der Rucksack hier so schwer ist. Und ich kacke einfach jetzt schon ab. Aber egal, ich ziehe das durch. Zum Bahnhof hier in meinem Kaff. Dann zum Hauptbahnhof. Dann nach Frankfurt. Dann nach Madrid. Dann nach Mexico City. Und dann nach Puerto Escondido. Oh Gott. Angekommen. Wir haben irgendwie 4 Uhr morgen und jetzt habe ich noch 7 Stunden hier Aufenthalt. Freaky hier alles. Wie man sieht, es gibt viele, die sich hier einfach irgendwo hinlegen und versuchen zu schlafen und das mache ich jetzt auch. Ich bin jetzt nach 30 Stunden Reisen und Flug und so endlich angekommen und ich bin so müde und K.O. 7 Stunden Zeitunterschied. In der ich für die nächsten 3 Wochen wohne. Ein Surfcamp direkt am Strand gelegen. Angekommen. Das ist hier so ein richtiger Surferort und es ist total schön. Ganz, ganz viele verschiedene Strände. Und ja, was mache ich jetzt hier eigentlich in Mexiko? Ich bin über Praktikawelten hier und probiere hier ein paar Projekte aus, lerne Spanisch, kümmere mich um die Meeresschildkröten, versuche Kindern irgendwie Englisch beizubringen, kümmere mich um Straßenhunde und ja, das mache ich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe immer noch leider einen Jetlag. Irgendwie nachts nicht schlafen und so. Aber ja, ich muss mich jetzt auch erstmal hier so ein bisschen einfinden. Und ansonsten freue ich mich auf die Zeit hier. 3 Wochen werde ich hier bleiben. Ich werde natürlich auch versuchen, ganz viel surfen zu gehen, weil das einfach ein super geiler Sport ist, den man hier machen kann. Und ja, alle Leute sind richtig nett, so richtig mexikanisch und ganz viel Spaß bei diesem Video. Lasst euch einfach mal irgendwie inspirieren, falls ihr Fragen habt, gerne in die Infobox und Video ab. Natürlich habe ich meine eigene Kollektion immer dabei. Den Backpack benutze ich für alle Ausflüge und die eigentliche Kosmetiktasche benutze ich hier, um kleinere Sachen zu verstauen. Ich werde mich auf jeden Fall so schnell wie möglich darum kümmern, dass bald endlich wieder neue Sachen erhältlich sein. Was hier schön und so romantisch. Ich muss sagen, also heute war mein erster richtiger Tag. Ich habe noch ein bisschen Jetlag, ich bin total müde. Surfen gerade war aber mega geil. Ja, aber jetzt einfach nur noch was essen und dann schlafen. Ich liebe es einfach nur am Strand zu sitzen, vielleicht ein bisschen zu zeichnen oder zu schreiben und den Sonnenuntergang zu genießen. Morgen, der erste Tag beginnt und ich habe meine erste Spanischstunde. Also ich hatte schon Spanisch, aber jetzt hier nochmal Spanisch auffrischen. Go and catch me, baby.
dabei habe ich natürlich meinen mega chilligen Backpack, der bald wieder erhältlich sein wird. Eignet sich auf jeden Fall wirklich für jede Reise. Ich komme gerade vom Surfen und jetzt gibt's was zu essen und ich gucke mir den Sonnenuntergang aus. Alles ist super, super, super geil. Ich brauchte ein, zwei Tage, um reinzukommen, aber jetzt genieße ich das Ganze hier in vollen Zügen. Und denn oftmals ist das Reisen für Mädels alleine ja schwer und da ist das toll, wenn man eine Organisation hat. Hat hier halt alles einfach so richtig, richtig viel Feeling und oh, ich liebe es. Wir sind so viele Surfer und alles ist so chillig und einfach richtig schön. Guten Morgen, ein neuer Tag beginnt. Ich habe kaum geschlafen, weil ich voll den Jetlag habe. Total scheiße, aber ich freue mich. Jetzt geht's erstmal in den Spanischkurs und dann wird wieder gesurft. Hola. Me puedes llevar a la punta, por favor. Hasta la punta, 80 pesos, mucho caliente. Ya, sí, mucho. Fertig für diese Woche mit dem Spanischunterricht. Es ist so cool. Ich habe Einzelunterricht mit noch einer. Mein Spanisch hat sich schon total verbessert. Und nächste Woche starte ich dann mit dem Hundeprojekt und mit dem Schildkrötenprojekt und mit dem Teachingprojekt. Ich freue mich, ich bin gespannt. Und hier Spanisch zu lernen ist wirklich was ganz anderes und macht richtig Bock. You better grab that tambourine. Bring a bass, we might be weak. Die Sonne geht gerade auf und wir fahren jetzt auf eine Bootstour. Diese beiden Dorados haben wir abends gegrillt und zusammen am Lagerfeuer gegessen. Diese Bootstour war auf jeden Fall einer der schönsten, die ich jemals gemacht habe. Wir haben so viele Delfine und Schildkröten gesehen. Da waren tausende Delfine irgendwie, das habe ich noch nie gesehen. Und so viele Schildkröten und alles war so krass. Die ganze Woche ging so schnell vorbei. Man lernt so schnell neue Leute kennen. Alle sind super freundlich und vor allem für die Mädels kann ich das Ganze hier nur empfehlen. Denn Mädels können ja oftmals nicht alleine reisen oder haben Angst. Und hier sind so viele Mädels, die alleine reisen und neue Leute kennenlernen. Ich muss mich beeilen. Nein, das geht nicht.
Falsche! Scheiße! Gott! Ich hab's geschafft! Alter, ist das scary, ey! Alter! Einfach so wunderschön und ja, so vielseitig. Also man hat durch diese Projekte hier immer was zu tun. Man hat Spanischunterricht, dann geht man surfen oder man hat das Schildkrötenprojekt und ist dann nachts unterwegs, sodass einem einfach nicht langweilig wird und dass man einfach nicht alleine ist. Und das ist das Schöne und ich genieße es einfach. Klar, ich vermisse den Jim hier ein bisschen, aber so mit Kokosnuss und so lässt sich das doch aushalten. Es euch an. Hier ist einfach niemand. Es ist traumhaft schön. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ganz liebe Grüße aus Mexiko und bis bald. Oh.